Hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Callcenter-Crasher, aber diesmal nicht alleine. Im zweiten Teil des Anrufs fiel mein Mikrofon leider aus, weswegen die Kollegen Bad Luigi, Callcenter Nightmare und Stefan dankenswerterweise eingesprungen sind und sich weiter mit dem netten Betrüger unterhalten haben. Die drei hatten eine Menge Spaß, doch leider hat der Betrüger irgendwann doch einfach aufgelegt. Viel Spaß mit diesem Gemeinschaftswerk, das wie immer nach dem Intro beginnt. Guten Tag. Hallo. Schönen Tag, ich werde am Prümmer. Ja. Sehr schön, ich heiße Tina Schmidt, also ich rufe Sie von Gatesgrader an. Sie sind bei uns als Kunde registriert, das bedeutet, Sie haben Interesse, auf dem Finanzmarkt online zu handeln. Ist das richtig? Ja, schon. Von welcher Firma rufen Sie an? Das habe ich nicht verstanden. Also ich rufe Sie von VIP Traders an. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Das bedeutet, Sie haben Interesse, mit Kryptowährungen online zu handeln, meine ich. Also haben Sie das verstanden? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, haben Sie Interesse, mit Bitcoin zum Beispiel, mit Kryptowährungen, also online zu handeln, ja? Ja, das sagte ich doch gerade. Sehr schön. Und sagen Sie mir bitte, also bevor wir beginnen, ob Sie irgendwelche Erfahrungen in solcher Richtung haben oder ist das erstes Mal für Sie? Ja, das erste Mal handeln schon, aber ich habe mich ein bisschen informiert. Ein klein wenig Informationen habe ich schon. Okay, also das bedeutet, Sie wissen schon, wie dieses System läuft und wie das funktioniert. Ein bisschen, aber haben Sie schon Informationen, ja? Ja, ich weiß, wie man handelt, aber es kommt ja drauf an. Mit Krypto habe ich noch nicht gehandelt. Also dann würde ich gerne also über unser System erklären. Also in diesem Fall, Sie bekommen von uns unserer Seite einen personellen Finanzexpert. Dieser Finanzexpert handelt für Sie. Er macht für Sie alle technische und alle fundamentale Analyse auf dem Finanzmarkt. Was bedeutet das, wenn wir so leichte Sprache benutzen werden? Das handelt für Sie. Natürlich, wozu macht er das? Ja, der Finanzexperte macht er, um das Risiko zu minimalisieren und also Profit zu maximalisieren. Unsere Finanzexperten haben auf dem Das Finanzmarkt heißt, mindestens. hallo, das heißt Ja. minimieren und maximieren, nicht minimalisieren oder maximinimieren. Sie sprechen Also, nicht gut Deutsch. Also natürlich, also deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Was, hätte ich kaum Ja, gemerkt. natürlich, also meine Mutter also kommt aus Polen und mein Vater kommt aus Deutschland, aber natürlich, mein Deutsch ist nicht so perfekt, aber ich kann für Sie einen sehr guten Finanzexperten für Sie finden. Was ist wichtig für Sie? Perfekt Deutsch oder guter Finanzexperte auf dem Finanzmarkt und Na, guter Gewinn? es wäre doch schön, wenn ich, kann der Finanz, der Finanzheini, kann der denn Deutsch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, Okay. wenn wir zum Beispiel über. Natürlich. Und haben Sie noch einige Fragen? Weiß ja jetzt über Ihre Firma noch gar nichts. Okay, also dann würde ich gerne also weitererzählen. Ja. Also, wir arbeiten auf der CFD-Plattform. Was bedeutet das? Wir kaufen und verkaufen Übrigens, nicht. das müssen Sie mich doch nicht fragen. Warum fragen Sie sich denn das? Erzählen Sie doch einfach. Sie fragen mich immer, was bedeutet das? Ich bin doch Anfänger. Dann sagen Sie doch einfach, das bedeutet, und ich frage nach. Sie müssen mich das nicht Ja, fragen. also auf dieser, ich meine auf unserer Plattform, wir kaufen und verkaufen nicht. Wir spekulieren mit dem Preisunterschied. Und es ist Ja, okay. egal, ja, und es ist egal, ob es Preissteigerung oder Preissinkerung ist. Das Wichtigste ist die richtige Prognose, die unsere Finanzexperten für Sie machen. Verstehen Es Sie, was ich meine? geht auch, was haben Sie gesagt? Preissinkerung. Da kann man auch Ja, dran verdienen an der Preissinkerung. es ist egal, ob es Preissinkerung oder Preissteigerung ist. Zum Beispiel, wenn Sie schon Erfahrung haben, dann kennen Sie schon, wie auch zum Beispiel auf anderen Plattformen das arbeitet.
Also Preissenkung und Preissteigerung, dann gibt es zwei Kassen, kaufen und verkaufen. Bei uns ist es egal, ob es Preissteigerung oder Preissenkung ist. In beiden Fällen, Sie können profitieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, im Prinzip schon, ja. Okay, dann stellen Sie sich vor, das ist wie ein also Online-Banking. Sie haben ein Bankkonto und Handelskonto, das ist wie also Ihr eigenes Bankkonto. Und nur mit dem einzigen Unterschied, bei uns Sie können profitieren. Außer das, auf unserer Plattform haben wir mehr als 500 verschiedene Produkte. Das können nicht nur einfach diese Kryptowährungen sein, sondern auch ganz normale Währungen, Indexen, Hochstufen und andere verschiedene Sachen. Das bedeutet, Sie haben sehr große Wahl. Ist das klar für Sie? Ja, schon. Auch wenn ich noch nicht so genau Gut. weiß, was eine Sicherung ist. Aber okay, erzählen Sie mal weiter. Ja, also wenn zum Beispiel, also falls etwas Schlimmes passiert, ich meine, auf unserer Plattform gibt es auch Autotrader. Also das ist automatisiertes Software-System. Was bedeutet das? Das müssen Sie mich nicht fragen. Das müssen Sie mich nicht fragen. Sie sind doch der Experte. Noch einmal, könnten Sie Ihre Frage wiederholen? Sie haben mich doch gerade gefragt, was das bedeutet. Das müssen Sie mich nicht fragen. Sie sind doch der Experte. Also ich bin Ihre einfach Kontomanagerin. Ja, warum? Ich möchte nicht etwas falsch sagen. Ja, aber warum fragen Sie mich denn das? Ich weiß das doch nicht. Ich bin doch kein Profi. Sie sind doch der Profi. Warum fragen Sie mich immer, was das bedeutet? Wo soll ich denn das wissen? Sie sind der Experte. Nein, also ich habe Sie nicht gefragt, was Doch, das natürlich. Bedeutet. Sie haben mich gefragt, also was bedeutet das? Nein, natürlich. Ich erkläre Ihnen, was bedeutet das? Also ich erkläre Ihnen, dass also diese Frage, ich stelle was zu. Zum Beispiel einige Kunden stellen diese Frage und wollen auf diese Frage Antwort bekommen. Ich habe die Frage ja nicht gestellt. Sie haben doch die Frage gestellt. Okay, dann habe ich diese Frage gestellt und ich habe die Antwort gegeben. Ja, wo gibt es das Problem? Ja, dann frage ich mich, warum Sie mir eine Frage stellen und selbst die Antwort geben. Verstehe ich nicht. Aber das ist Ihre Logik. Dann werden Sie keine Frage haben. Ja, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal lasse ich Sie. Es ist nur halt müßig, wenn Sie mir Fragen stellen und sie selbst beantworten. Okay, Erzählen Sie. Dann, also ist versuchen das ein Sie mal. Großes Problem für Sie? Ja, das ist unlogisch. Aber erzählen Sie erstmal weiter, ohne Fragen zu stellen. Okay, gerne. Ich würde gerne erklären, aber sagen Sie mir bitte, wenn es kein Problem für Sie ist, dann bitte. Ich erkläre Ihnen ganz weiter. Okay? Ja, erklären Sie weiter. Okay, super. Außer das, auf unserer Plattform, wie ich schon gesagt habe, haben wir automatisiertes Software-System. Sobald wir ein Handelskonto öffnen, wird Autotrader automatisch auf Ihres Handelskonto aktiviert. Und falls etwas Schlimmes passiert, Autotrader wird automatisch alle Positionen schließen. Zum Beispiel, am Anfang, also Finanzexpert öffnet für Sie zwei, drei verschiedene Positionen auf unserer Plattform. Und ich meine, wenn zum Beispiel etwas Schlimmes passiert, dann dieser Autotrader wird diese Positionen automatisch schließen. Ist das klar für Sie? Ja, das ist klar. Okay, gut. Haben Sie vielleicht einige Fragen an mich? Ja, zum Beispiel, was kann ich denn bei Ihrer Plattform verdienen? Also, auf dem Finanzmarkt, das ist eine sehr gute Frage. Auf dem Finanzmarkt ist es immer unterschiedlich, ja? Aber von 10 bis 25%, Sie können täglich also verdienen. Natürlich, bei uns gibt es einen minimalen Betrag, das ist 250 Euro. Das ist eine kleine Summe. Mit Darf ich Summe, noch mal was zwischenfragen? Ja, gerne. Ja, Sie haben doch mit Sicherheit in Ihrer Buchhaltung einen Durchschnittswert, einen prozentualen Durchschnittswert, den jeder Kunde verdienen kann. Einen prozentualen Durchschnittswert, den würde ich gerne wissen. Also von 10 bis 25%, das ist nicht unterschiedlich. Das wissen Sie nee, schon. Das ist ein prozentualer Durchschnittswert, der ist nicht unterschiedlich. Das ist ein ja, exakter natürlich. Wert. Nein, der ist nicht unterschiedlich.
Ein Lass uns Proz dich mal wissen Sie, was ein unterschiedlich. Prozent wissen Sie, was ein prozentualer Durchschnittswert ist? Also, das ist immer unterschiedlich. Schauen Sie Hallo, ich mal. habe gerade Wenn jetzt. gefragt, wissen Sie, was ein prozentualer Durchschnittswert ist? Natürlich, ich erkläre Ihnen ganz kurz. Also dann Ja, dann einfach erklären hören Sie Sie mir mich. mal den prozentualen Durchschnittswert. Erklären Sie mir das mal. Also, ich sage Ihnen, also täglich, Sie können von 10 bis 25% also als Gewinnsumme verdienen. Ich erkläre Ihnen das. Ja, das ist aber kein prozentualer Durchschnittswert. Also, Alle das ist Ihre, die alle, Gewinnsumme. ich kann es Ihnen erklären, alle Ihre Kunden, die bei Ihnen Geld verdienen, wenn man die zusammenzählt und das ganze Geld zusammenzählt, in Prozenten umrechnet und sagt, und die durch die Anzahl der Kunden teilt, dann hat man einen prozentualen Durchschnittswert. Und das hat jede Also, Buchhaltung. Haben Sie das nicht in Ihrer Buchhaltung? noch einmal, ich erkläre Ihnen ganz kurz, also wie unsere Plattform Ja, arbeitet. aber Sie Wir haben mir doch arbeiten den mit unseren Finanzexperten. prozentualen Durchschnittswert gar nicht erklärt. Sie haben mir die Möglichkeiten erklärt. Sie haben mir gesagt, wie viel Geld ich verdienen kann. Mich interessiert der prozentuale Durchschnittswert, den man als Kunde bei Ihnen verdienen kann. Ja, also unsere Finanzexperten kriegen nur Das habe 3,5% ich auch der nicht gefragt. Gewinnsumme. Ich habe gefragt, den Also. prozentualen. Sie verstehen das Wort gar nicht, ne? Okay, gut, dann lassen wir das. Wenn Sie das gar nicht verstehen. Erzählen Sie weiter. Ja, hören Sie mich? Natürlich höre ich Sie, ich habe ja nicht aufgelegt. Ja, super. Okay. Gibt es einige noch Fragen? Ja, mit Sicherheit noch. Aber erzählen Sie erstmal weiter. Also ich kann 10 bis 25% bei Ihnen verdienen. Ja, also täglich von 10 bis 25% Sie können bei uns verdienen. Und unsere Finanzexperten kriegen 3,5% aus der Gewinnsumme, nicht von jedem Investitionsbetrag, aber von der Gewinnsumme. Okay, ist das klar für Sie? Das ist soweit klar. Sie sagten irgendwas von Autotrader. Was ist das für ein Ja. Autotrader? Automatisiertes Software-System. Was bedeutet das? Ja, Also, das müssen Sie sowas mich doch wie. nicht fragen. Das habe ich Sie doch gerade gefragt. Ja, gerne, ich erkläre Ihnen. Dann Ja, hören Sie mich aber zu. Sie haben mich doch gefragt. Also, hören Sie mich zu einfach, ja? Aufmerksam. Ja, Okay? aber warum fragen Sie mich denn das? Das verstehe ich nicht. Sie sind doch der Profi. Sie müssen mich doch nicht fragen, was das Ja. bedeutet. Erklären Also, Sie ich einfach, erkläre ja, aber Sie fragen Ihnen. mich immer, warum fragen Sie mich denn das? Also, ich erkläre Ihnen ganz kurz, dann hören Sie mich zu einfach, okay? Könnten Sie mich ein bisschen aufmerksamer hören? Ich Kein höre sehr Problem. aufmerksam, das ist ja, glaube ich, das Problem. Ich höre sehr aufmerksam, Nein. dass Sie dauernd Fragen stellen. Was bedeutet dies? Was ist das? Das weiß ich doch nicht. Sie sollen es einfach erklären, ohne mir Fragen zu stellen. Nein, Sie haben mir, also Sie haben an mich eine Frage gestellt. Welche denn? Was, also Sie haben, also Autotrader, Sie haben erstmal über Autotrader gefragt. Ich wollte einfach die Antwort gegeben. Ja, Also was dann haben Sie sagen Sie, gesagt? dann sagen Sie mir, was welcher Autotrader das ist. Ist das der Dann warum? Metatrader? Ja, warum stören Sie mich? Warum haben Sie, also warum sagen Sie mir oder warum geben Sie mir keine Möglichkeit, um etwas zu sagen, Herr Brümmer? Ja, Sie reden sehr viel, aber Sie kommen gar nicht zum Punkt. Also, ist es der Metatrader? Ist es der Metatrader 4 Also, oder Metatrader 5? Herr Brümer, wenn wir unter vier Augen sprechen werden, zwischen uns, also Sie sprechen sehr viel. Ich spreche nicht so viel. Ich antworte ganz sofort an Ihre Ja, Sie Fragen reden jetzt und die ganze Zeit. Ich habe gefragt, MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 oder der neue MetaTrader 6? Herr Brümer, hören Sie mich aufmerksam zu. Und das wäre alles, okay? Ich würde gerne über Autotrader erzählen. Automatisiertes Software-System, wie ich schon gesagt habe. Sobald wir ein Handelskonto öffnen, Autotrader wird automatisch auf Ihr Handelskonto aktiviert. Und falls etwas Schlimmstes passiert, Autotrader wird automatisch diese Positionen schließen. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Was für eine Frage hatten Sehen Sie, ich habe nachgefragt, ob es der MetaTrader 4, der MetaTrader 5 oder der neue MetaTrader 6 ist. Sie? Also, ich habe diese Frage also nicht so gut verstanden. Könnten Sie bitte wiederholen? Ist es der MetaTrader 4, MetaTrader 5 oder der neue MetaTrader 6? Also, alle wichtigen dieser Fragen kann unser Finanzexpert beantworten. Okay, Diese Information, dann geben Sie mich bitte weiter an den leider. Finanzexperten, wenn Sie das nicht wissen. Gerne, gerne. Sobald wir ein Handelskonto öffnen werden, dann werden wir Wie? natürlich Wie? Sie Augenblick, für Sie Augenblick. einen. Ich soll Gerst Geld überweisen, ohne dass ich weiß, mit welchem Autotrader Sie arbeiten? Habe ich das richtig verstanden? Also ich bin Ihre Einverkäufermanagerin. Ich kann einfach diese Informationen, die wichtigen Informationen habe ich Ihnen schon Nee, gegeben. haben Sie noch Aber nicht? wenn Sie zum Beispiel, über Autotrader noch wichtige Informationen bekommen möchten, dann können Sie natürlich mit dem Finanzexpert diese also Fragen besprechen. Natürlich, aber nachdem wir dieses Handelskonto öffnen werden. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, nee, verstehe ich schon, aber das ist unlogisch. Sie kaufen doch auch kein Auto ohne zu wissen, welche Farbe das ist und welcher Motor da drin ist. Sie machen ja auch erst eine Probefahrt. Ja, natürlich, aber unsere Sehen Sie. Finanzexperten haben schon viele Kunden. Ja, gut, Haben Sie aber schon viele Kunden? das ist ja kein Wie Problem. werden Sie Ihre Zeit einfach für mir ausgeben? Ja, das Sagen Sie ist, mir wenn Sie bitte. Kunden haben wollen, dann müssen Sie sich wohl die Zeit nehmen. Wenn ich Fragen habe, dann müssen Sie die beantworten, bevor ich irgendwelches Geld investiere. Ja. Also, haben Sie Ja, aber jetzt sagen Sie jemanden, mir. der mir die Fragen beantworten kann, oder haben Sie keinen? Nein, also ich bin hier auf der Linie. Ich kann auf Ihre Fragen antworten. Nee, das Gerne, ich bin nee, auf haben Sie der ja nicht. Linie. Sie haben ja meine Fragen gar nicht beantwortet. Sie Ich sagten, bleibe auf der Linie. ja, also Ich nochmal, kann ist auf es der Ihre. MetaTrader 4, der MetaTrader 5 oder der neue MetaTrader 6? Die Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Ja, auf diese Frage werden unsere Finanzexperten antworten. Ich habe schon also Ja, wiederholt. dann geben Ich Sie habe mich doch schon an den gesagt für Sie. Finanzexperten. Dann kann der mir die Frage beantworten. Nein, natürlich. Nein, haben wir solche Gelegenheiten? Nein, keine solche Gelegenheit. Ja gut, Natürlich, wir können das dann kann ich machen, natürlich bei aber. Ihnen nicht investieren, wenn keine Fragen beantwortet werden. Sie machen ja auch keine, Sie kaufen ja auch kein Auto, ohne eine Probefahrt gemacht zu haben. Ja, also sagen Sie Ja, mir bitte. genau. Aber. Natürlich, also sagen Sie mir bitte, Herr Blümer, wenn wir darüber noch sprechen werden, unsere Finanzexperten haben auch sehr viele Kunden. Sie haben Ja, nicht so viel Zeit. das ist ja dann Warum werden Sie. sollen Sie, warum sollen Sie für Sie also ein bisschen Zeit, zum Beispiel diese 10 Minuten, für Sie, wenn Sie skeptisch sind, also für diese 250 €, für diese kleine Summe etwas sagen oder diese Zeit ausgeben? Ja, Meinen Sie, wenn werden Sie Sie mich für als diese kleine Summe etwas sagen? wenn Sie mich als Kunden gewinnen wollen, dann müssen Sie sich diese Zeit schon nehmen. Wenn nicht, werde Also, ich, Herr wenn ich, Blümer, wenn nicht, werde ich, wir hallo, haben sehr hallo viele mal Kunden. zuhören. Wenn Sie mich als Kunden gewinnen wollen, dann Herr müssen Blümer. Sie reden wieder dazwischen. Das ist sehr unfreundlich, wenn Sie permanent dazwischen Also, reden. Und Sie unterfallen mir schon wieder ins Wort. Was es ist denn wäre. los bei Ihnen? Sie reden ja schon wieder dazwischen. Ich habe ja noch gar nicht fertig gesprochen. Ich habe Sie ausreden lassen und Sie lassen mich gar nicht ausreden. Also, wenn ich ein Kunde bei Ihnen werden soll, dann muss ich einige Fragen stellen können, die mir auch beantwortet werden. Und zwar bevor ich Geld einzahle. Und bis jetzt konnten Sie mir keine meiner Fragen beantworten. Von wo aus rufen Sie denn überhaupt an? Also, Herr Blume, es wird für uns besser ohne solche Kunden wie Sie bleiben, ehrlich gesagt. Solche Kunden brauchen wir Sie nicht, brauchen Herr keine Blume. Kunden, die wissen wollen, welche Leistungen Sie bieten. Sie brauchen nur Kunden, die einzahlen Also, und ja, habe ich wir haben verstanden. sehr viele Kunden, Herr Ja, Blume. natürlich, Herr okay. Blume. Ja, Herr Brümmer, gut, Wir okay. haben Von sehr wo viele aus rufen Sie Kunden. denn überhaupt an? Falls Sie können mir die, können Sie mir die Frage beantworten? Von wo aus rufen Sie denn an? Also,
Wir haben sehr viele Kunden. Das Zuerst haben Sie schon beginne ich wiederholt mit gesagt. Meine den Kunden. Frage war, von wo aus Sie anrufen. Wir haben sehr viele Das Kunden. haben Sie schon Hören mehrfach Sie mich gesagt. zu. Das haben Sie schon mehrfach gesagt. Hören Sie Meine, mich zu. hören Sie eigentlich, was ich sage? Meine Frage war, von wo aus rufen Sie an? Jetzt bitte eine Wir sind in Antwort. Österreich. In Wir sind in Österreich, Österreich. okay. Und wo in Österreich? In Wien. In Wien, prima. Haben Sie da mal die Adresse Ihrer Filiale in Wien für mich? Natürlich, also, aber wir arbeiten Ja online. gut, dann geben Sie mir die Wie Adresse. können Sie also von... Dann geben Sie mir doch einfach Ihre Natürlich, wir Adresse. können auch. Ja, wir arbeiten online. Verstehen Sie, was bedeutet Deswegen online? haben Sie trotzdem eine Adresse. Jede Firma hat eine Adresse. Natürlich, wir haben schon Adresse, Ja, aber gut, dann wir nennen Sie mir arbeiten bitte Ihre online. Adresse. Darum geht es gar nicht. Jede Firma hat eine Adresse. Wie ist Ihre Adresse in Ja. Wien? Ja, also wir arbeiten online. Das Verstehen haben Sie, Sie was schon bedeutet mehrfach das Wort gesagt. Sie online? müssen sich nicht wiederholen. Geben Sie mir einfach Ihre Adresse in Wien. Ja, okay, dann geh, also Wallnerstraße 10. Okay. Und wo in Wien? Noch einmal? Wo in Wien? Postleitzahl von Habe Wien. schon gesagt. Haben Sie nicht gesagt? Ich habe schon gesagt, Nein, haben Sie nicht Wallnerstraße. gesagt. Welche Postleitzahl von Wien? Also 10, 10. Ah ja, jetzt haben Sie es gesagt. So gut. Und Sie sind eine Firma aus Österreich oder wo ist Ihr geschäftlicher Hauptsitz? In Österreich oder wo? Natürlich. In Österreich. Ja, unser Haupt. Ja, unser Hauptsitz in Österreich. Okay, das ist schon mal sehr schön. Und wo sind Sie als Firma dann reguliert in Österreich? Hallo? Ist Ihr Telefon wieder kaputt? Hallo? Was ist denn los mit Ihnen? Ihr Telefon ist kaputt. Hallo? Aufwachen. Aufwachen. Klingelingeling. Noch irgendjemand da? Ah ja. Sie wollen also nicht mehr antworten. Oder ist das Telefon kaputt? Na, was denn los? Naja, irgendwann werden Sie ja schon sicherlich irgendwas machen. Warten wir doch einfach mal ab, bis Sie wieder wach werden. Herr Blume, hören Sie mich? Ach, sie ist wieder da. Was ist los? Telefon Ja, kaputt? natürlich. Also ich bin, weiß ich nicht, die Verbindung vielleicht war ein bisschen schlecht. Okay, also ich vereinbare einen Termin für Sie. Also sind Sie in 2 Minuten erreichbar? Ja, nee, ich bin jetzt erreichbar. Und dann habe ich einen Sind Sie jetzt Termin. erreichbar? Okay. Also, okay, Okay, also. kein Problem. Dann können Sie jetzt, also Ich habe eine Frage ich gestellt. Wollen gebe Sie mir die jetzt Frage beantworten? gerne, also ich Ja, gut, okay, vereinbare dann warte ich Sie auf mit eine Hand. unserer, ich weiß, okay, also ich leite, Moment, warten Sie bitte. Jetzt. Ja, hallo, wer ist da? Hallo, wer ist da? Herr Brümer, oder? Ja, und wer ist da? Wer sind Sie jetzt? Ah, mein Name. Also, ich glaube, wir kennen uns schon. Mein Name ist Kai Weber. Ja, kann durchaus sein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne Sie nicht. Also, haben wir schon mal dafür schon mal einmal gesprochen über Investitionen. Sie haben mir Ges dafür gesagt, Gesprächen? Sie haben ein gut. Ja, ganz genau. Oh, Sie sprechen genauso gut Deutsch wie Ihre komische Kollegin. So, Dankeschön für Ihr Komplimenten. ja, und können Sie jetzt mal eine Antwort geben? Was für eine Frage? Ja, und die Frage war, wo Sie als Finanzdienstleister reguliert sind. Ich habe Ihre Frage nicht gehört. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wo sind Sie als Finanzdienstleister reguliert? Wo? Im Computer? Im Computer sind Sie reguliert. Ja, klar. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Regulation ist, hä? Brauchen Sie Englisch Regulation? Ja. Und was bringt das? Ja, ich möchte wissen, wo Sie reguliert sind. Sie haben keine Regulierung? Wir haben schon. Ja, und wo? Im Computer. Im Computer. Oh Mann. Ja, und wo? Bei welcher Behörde sind Sie reguliert? Welche? So, okay, habe ich verstanden. Sie sind der Mann, der macht ein Video für YouTube und dies, das, mit solchen Sachen, ja? Und Sie sind der Betrüger, ich weiß. Wer? Ja, Sie sind der Betrüger, richtig, weiß ich. Sind Sie sicher? Ja, bin ich. Alles gut. Sie können ja einfach mal das Gegenteil beweisen. Wo sind Sie reguliert? Sagen Sie es doch einfach. Dann entschuldige ich mich sofort und sage, Sie sind kein Betrüger. Wo sind Sie reguliert? In FCA. In FCA, in Österreich. Okay, gut. Dann prüfen wir das bei der ganz FCA. Genau. Ist kein Problem. Okay. FCA. Machen Sie das? Ja, natürlich. Machen Sie das? Ja, okay. Dann sagen Sie mir. Okay, was für ein Spiel machen Sie jetzt genau? Das echt komische Spiel, was Sie machen von eurer Seite, das echt sieht so blöd aus. Hören Sie mich? Hallo? Herr Blümer? Ihre Verbindung ist sehr schlecht. Ich wünsche Sie... Ja, ich höre Sie. Was ja, sagt der Richtige. Also. Du wolltest mir die FCA-Nummer geben. Wie bitte? Du wolltest mir die FCA-Nummer geben, wo du reguliert bist. Wer ist das? Das ist dritte Person, glaube ich, oder? Nö, ich bin Brümmer. Mit dem telefonierst du die ganze Zeit. Nein, ich musste nur die Batterien eben wechseln. Ich erkenne die Stimme von der Herr Brümmer und sie sind nicht da. Du erkennst gar nichts, glaube ich. Alles gut. Ja. Kleiner Betrüger. Und? Und? Ja. Was? Können Sie mir Nummer von Ihrer Passporte geben dann? Ja, natürlich, natürlich. Okay. 08? 08? 15? 15? Ludwig? Wie bitte? Ah, Ludwig. 0815. Okay. Ludwig? Emil? Emil? Cäsar? Cäsar? Martha? Nata? Ida? Ida? Cäsar? Heinrich. Heinrich. Das war's. Okay. Alles gut, Dankeschön. Ja. Und was, und du, was willst du damit? Immer noch die FCA-Nummer, wenn du was hast. Dann könntest du zeigen, dass du kein Betrüger bist. Wir geben unsere FCA-Nummer nur für unsere Kunden. Sie sind immer noch nicht unsere Kunden. Wenn ja, du hast ja auch keine Kunden, du hast ja nur Opfer. Du betrügst doch die Leute. Du bist ein Betrüger. Du bist ein kleiner, dreckiger Scammer. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Ja. Ja. Alles gut. Ziemlich. Wie habe ich dafür gesagt, wer ist der dritte Person? Weiß ich nicht, hörst du Stimmen? Dann musst du weniger trinken. Das ist die Stimme in deinem Kopf. Ich höre das. Oder zum Arzt gehen. Und was Anständiges lernen. Also, anständige Arbeit machen vielleicht. Okay. Und danach? Haben Sie noch irgendwelche Lösungen noch dazu? Ich hoffe, dein Geschäft hat bald eine Sinkung. Musste das jetzt sein, Alter? Ah, alles gut. Der hat doch seine Sinkung schon lang hinter sich. Ja. Also, der hat einen Sinkung im Kopf bei dir.
keine Ahnung, 12. Mann. Ach, du Scheiße. Alles hat der Betrug nicht geklappt, ne? Ihr seid alle zu dumm da. Scheiße gelaufen für dich, wie? Ja. Drei Packen weniger, weißt du, was drei Packen weniger zwei Packen sind? Du kannst einpacken. Ah! Und noch dazu, was können Sie noch dazu sagen? Ich höre Sie ganz gut. Sehr nice. Ja, ich weiß. Ene, mene, mu, raus bist du. Du, möchtest du meinen Kollegen mal sprechen? Den Ede Torf? Und? Ja, frage ich dich. Unsere Dialog klingt gar nicht, weil ich fühle mich, dass sie beide sind, keine Ahnung, sie sind kleine Wichsen. Kleine Wichsen, du kannst ja nicht mal das Wort aussprechen, Mensch. Nenn mal Deutsch. Fremdworte, die du nicht benutzen kannst. Ich habe einen Tipp für dich, mach mal einen Deutschkurs. Mach mal einen Deutschkurs, bevor du die Frechheit besitzt, in Deutschland anzurufen und irgendeinen abzocken willst. Lächerlich. Beide sind Nazi, oder? Oh yeah, ich ja, natürlich. Natürlich. Sauber Nazi. Natürlich. Natürlich. Was könnt ihr dazu sagen? Kannst du den Begriff erklären? Was? Ja. Kannst du nicht. Bist du zu blöd? Ich habe eine Google. Okay, dachte ich mir schon. Könnt ihr doch dazu schreiben, was sie möchten. Und sie könnte das gerne auflesen. Dafür bist du doch viel zu dumm. Das alles, was sie können sagen, oder wie? Ich kann noch viel mehr sagen, aber es bringt bei dir ja nichts. Du hast ja ein Vakuum im Kopf. Ja, ja, das ist die Gehirn, schon mal gehört? Euch und uns. Sie könnt nur reden, kennst nur quatschen. Nicht, nur was? Ich verstehe dich nicht, dein Deutsch ist zu schlecht. Ja, nicht mehr. Weil du bist ein Nazi. Hat denn gerade jemand verstanden? Ich verstehe nicht, was der von sich gibt mit seinem Rabaldurchfall. Ja. Das ist so dermaßen ein schlechtes Deutsch, das verstehe ich nicht. Haben wir mal einen Dolmetscher, oder? Das ist ein Problem. Was sagst du als Betroffener zum Fachkräftemangel im Telefondrückersegment? Wir brauchen gar keine Dolmetschen. Was sagst du als Betroffener zum Fachkräftemangel im Telefonbetrügersegment? Und? Und? Ja, genau, das war die richtige. Was noch dazu? Das kann er gar keinen nicht, Google, oder wie? Kann mal jemand die Untertitel anmachen? Ja. Die kann er doch nicht lesen. Ja, aber in der Schule hatte er doch nur Religion und Namen tanzen. Ach. Kann schon sein. Walddörfler, ja. Und Topf schlagen. Ja. Aber ohne Topf. Und dann ja, hat er immer Kopf verstanden und deswegen ist er heute so drauf. Ja. Hat das eigentlich wehgefallen, als du öfter vom Wickeltisch gefallen bist? Sag mal, wo in Baden-Württemberg wohnst du eigentlich? Schöner Dialekt? Wie bitte? Wo in Baden-Württemberg du wohnst? Schöner Dialekt? Ja. Kann schon sein. Scheiße, ha? Aus welcher Kanalisation bist du eigentlich ausgebrochen? In Antalya? Haben die Kanalisation dort? Wie ist das Wetter in Antalya eigentlich? Hm? Du sollst da hingehen und abchecken. Erklär mal. Wozu brauche ich das? Weil ich dich gefragt habe. Das so, und Fragen, die ich stelle, werden erfahrungsgemäß beantwortet, auch von solchen Kanalratten wie du eine bist. Für blöde Mönche brauche ich gar keine Antworten zu stellen. Das ist kein Problem, wenn du suchst auf solche Dinge, du Alter, sollst da hingehen und abchecken das. Lern mal Deutsch, ich verstehe dich nicht, was willst du von mir? Weißt du, was der Unterschied zwischen Dialekt und Lern Intellekt mal anständig ist? Deutsch. Wenn du keinen Intellekt hast, dann hört man das an deinem Dialekt. Okay, das ist nicht dein Problem, Alter. Wissen ist Macht, du weißt und was nichts. Was hast du gegen Dialekten und gegen Ausländer? Du bist ja dafür, wie ich habe dafür gesagt, dass du nur gegen scheiß Kanalratten, so wie du eine bist. Du bist ja kein Ausländer. Du bist ja kein Ausländer. Ich höre doch, dass du aus Baden-Württemberg kommst. Der einzigste Wort, was du kannst. Schöse, blöd. Ach Gott. Kennst du nie Worten, aber über Scheiße, aus dem Scheiße und
Was? Noch nicht mal nachsprechen kann. Selbst dafür hat er nicht die nötigen Gehirnzellen. Du schlecht, sag mal, hörst du dir eigentlich selbst mal zu? Sag mal Folgendes. Wir Schwaben, wir lassen uns nicht auf den Kopf scheißen. Wir machen schon das Maul auf. Ist er überfordert. Also. Ich Falsch. Wünsche euch, keine Ahnung, was soll ich wünschen euch? Bisschen schon Kopf, gescheitert. Bisschen Intellekt, Etikett, keine Ahnung. Frauen habe ich alles weil, schon. Keine Ahnung. Ein kleiner guter Freund. Zwei Wichsen, was die kann gar keine ja, ich, Frauen. Das haben wir dir jetzt schon dreimal gesagt, dass das Wort falsch ist. Deswegen sind alleine die ganze Zeit. Deswegen sie haben genug Zeit, um einfach so blöde Sachen zu machen über Internet, über Handy oder Telefon und was? Schau mal, wenn du uns Frauen, mal zuhören würdest, dann könntest du den nächsten Anrufer wenigstens richtig als Wichser beschimpfen. Ja. Kennst du eigentlich, mein schmaler Freund, kennst du eigentlich den kleinen grünen Gehirnfresser? Kennst du den? Kennst du ihn oder nicht? Kennst du den kleinen grünen Gehirnfresser? Nee, kennst du den? Ja, total überfordert ist damit, Alter, geil. Kennst du den kleinen grünen Gehirnfresser? Wozu brauchst du das? Ich frage dich, ob du den kennst. Ich frage dich, ob du den kennst. Was bringt für dich das? Was bringt für weil ich das? Weiß, was das für mich bringt, weil ich weiß, dass er bei dir verhungert. Okay. Du bekommst eine gute Note von mir dann, weil wenn du kennst ich das. Ich brauche keine Noten von dir. Ich bin schon so lange aus der Schule raus, ich brauche keine Noten von dir, du. Lass dich drauf. Aber du musst nochmal zur Schule gehen, Alter. Ja, ich glaube, meine Unterhose hat mehr Intelligenz als du im ganzen Körper. Ja, du hast deine Unterhose nichts gewechselt von 2010 bestimmt. Nö, die wechselt sich von alleine. Ich habe jemand, der das für mich macht. Okay, ich unterhalte mich mal mit dir auf deinem Niveau. Gib uns nochmal einen von den fiesen Hasen, die für dich arbeiten. Ihr seid ein zwei Wichsen. Du kannst das doch immer noch nicht aufbrechen. Guck mal, die reagiert. Ja. Also, Religion 1, rechte Teilung. Haben sie dir schon drei Finger abgehackt oder was? Kannst du nur bis zwei zählen pro Hand? Ja, ihr oder? Seid so eine Frauen, gehen schon verrückt. Gib uns mal deine hübscheste Angestellte. Das ist er selber. Jetzt sucht er. Scammer, wir wissen, dass du Strapsel trägst. In Schwarz-Rot-Gold, in Schwarz-Rot-Gold. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der war stark. Also, Nazim. Was? Oh, Nazim? Guck mal, wie reagiert. Ist das die Mehrzahl von Nazis? Die beide sind. Ja, die beide. Was will der? Religion 1 rechnet teilgenommen. Ihr seid beide sind Nazis, Alter. Also, er meint jetzt euch beide, weil dass wir zu dritt sind, hat er bis jetzt noch nicht gecheckt. Ja. Der checkt sowieso nicht. Der checkt auch nicht, dass wir zu viert sind. Wie gesagt, also ich denke, der hat schon dermaßen also, in seinem sogenannten Job verkackt, dass er pro Hand nur noch zwei Finger hat, weil sie alle anderen schon abgehackt haben. Ja. Weil er selbst dafür zu blöd ist. Ich glaube, wenn du in den Kamin reinschaust, geht Feuer aus. Dich vorstellen, oder wie? Na, wie ist das so mit Vakuum? Also. Was sagst du als Nichtbeteiligter zum Thema Intelligenz?